Ja, hi Freunde, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin der Dani HP. Hi, da sind wir wieder bei Mario & Luigi Superstar Saga. Im letzten Part haben wir 2 Sternbohnenfragmente eingesammelt. Wuhu! Yay! Yeah. Yay! Und jetzt, heute werden wir statt der gewöhnlichen Hauptquest ein bisschen Sidequesten. Bohnen sammeln. Ja, Bohnen sammeln. Genau so ist es. Er hat's auf den Punkt gebracht. Ja. Dann kriegen wir Bohnen. Indem wir Gegner besiegen. Alles klar. Los, hau sie um. Ja, okay. Einfach ein Gegner. Ja, haben wir schon eine Hardia, das ist gut. Einfach so. Komm, die schnappen wir uns. So brauchen wir ungefähr. Ist eine gute Frage. Ihr müsst wissen, er hat unser Videomaterial angesehen. Aber er hat nicht drauf geachtet. Was wir brauchen, ne? Ja, was wir brauchen. Nee, habe ich nicht. Hätte ich vielleicht machen sollen. Das hättest du wirklich machen sollen. Bitte einmal den Notsprung. Beim nächsten Mal. Ja, wir machen das so, wenn sich dazu ergibt, aber pfff. Wenn wir schon, ne? Ja, kriegen wir schon hin. Ich habe ihn gehauen mit dem Hammer. Oh, geil. Guck sie dir an, wie hilflos die sie da rumfliegen. Boom. Oh, mir gefallen. Ja, 2er Hardia, geil. Da geht er schnell. Ich krieg den. Ja, du kannst den doch gar nicht angreifen. Oh doch, ah. Weil du da hinfällst. Trotzdem. Toll. Eine. Toll. Nein. Wollte ihn mit dem Hammer hauen. Komm, ich hau ihn mit dem Hammer. 53. Mach's besser. 86. Das war aber Hand. Das war nicht Hammer. Und? Wenn dann richtig. Ja, dann musst du sie mit dem Hammer verprügeln. Zu dem Zeitpunkt haben wir noch keine Handtechniken. Das ist egal. Egal, ist 88. Kein Item. Ach man, ihr Peaks, wie ihr seid, scheiße. Wie viele verschiedene Bohnen gibt's? Wie viele Sorten? 4 Sorten. Ja, okay. Gelbe hatten wir gar keine, ne? Ja, gelbe bekommen wir, wenn wir Minispiele spielen. Okay. Das werden wir gleich auch tun. Oh, schon wieder kein Item. Irgendwas, was mehr Sachen droppt. Ausrüstung. Ja, hauptsächlich hier die Gegner hier. Die sorgen dafür, dass hier echt viele Bohnen sind. Hab ihn gehauen. Vielleicht haben wir Glück, vielleicht können wir durch das Besiegen der ganzen Gegner hier vielleicht noch ein oder andere Level aufsteigen. Nee, glaube ich nicht. Wir waren irgendwie 1900 oder so entfernt. Ja, scheiße. Oh Mann, ich wollte ihn anzünden. Hast du gesehen, wie ich ihn anzünden wollte? Ja. Nimm das, Daffy Duck. Geh weg. Du hast auch mehr Angriff als ich. Wieso tue ich die meiste Zeit mehr abziehen? Wahrscheinlich, weil du mehr Glückstreffer landest. Toll. Toll. 53. 42, ja, wollte schon sagen. Ich hab sowieso mehr Angriff als du. Ja, komm, ich hab Daffy Duck gehauen. Nimm das, Daffy Duck. That's all, folks. Ja, that's all, folks. Falscher okay. Charakter, aber egal. Moment, der gehört da auch dazu. Ich weiß. Schon wieder 2. Wie viele haben wir denn? Moment, select. Ich schau mal in unseren Koffer mal nach. 21, das reicht nicht ganz. Wir brauchen mehr. Ich glaube, wir brauchen insgesamt 35. Für eine Sache. Für 2. Da kann ich auch direkt, wenn wir gleich nachgucken, notieren, ja? Ja. Weil uns noch fehlt. Ja, er hat uns freundlicherweise eine Liste gemacht. Bin ich sehr froh drum. Ja. Weil ich einfach keine Zeit hatte und. Bohne. Das sind jetzt Bohne. So egal. Etwas nach vorne, ich kenne dich nicht auf. Jetzt. Hm. Wo sind die nochmal? Die findest du im Boden und die sind auch für den Mischer gut. Alles klar. Los, hau sie. Soll ich ihn hauen? Ja. Aha, die ja. Ich hab Duck gehauen, schon wieder. Oh nee.
Oh nein! What's up, Dog? Ja, what's up, Dog? Ja, ist was, Dog? Ja, komm. Komm, wo sind die Daffy Ducks? Die sind doch hier irgendwo. Oh. Glücke. Hallöchen. Hallo. Komm mal dahin, da. Bäh. Hast du das gesehen? Da sind jetzt 30 Bohnen drin. Ja, schön. Ein One-Up-Pilz und ein paar Münzen. Aber okay, das ist ja auch in Ordnung. Ja. Neue Rosen. Rosen, genau, Rosen. Und neue Orden. Oh, Orden. Ich mag Orden. Magst du auch Orden? Ja, ich mag den Felsorden. Den Felsorden? Oh. Oh, ich mag den Donnerorden. Oh. Oh, der ist so schön. Ah, genau. Das kannst du machen. Geh durch. Dann mach ich das mal. Mach auf die Scheiße hier. Was bringt das jetzt? Naja, wir können jetzt hier weitergehen. Wechsel mal bitte. Und siehe da, tata. Teleportröhre Nummer 2. Röhre 1, 2, 3, 5, 7. Warte, ich muss mal gucken. Da ist der Grinsewald. Halt 4 war, glaube ich. Und die 8 haben wir auch, sehe ich gerade. Die 6 fehlen uns aber noch. 6 ist Süd, 4 ist Ost. Alles klar, ich weiß Bescheid. Ja, und 6. Das sind dann alle, oder was? 8. Das dürften dann alle sein. Alles klar. Oh nein! Ja. Oh nein, Daffy Duck hat dich angegriffen! Oh, wie kann das wagen? Er ist einfach so auf den Boden gerutscht. Ja, warte, ich werde ihn verbrennen! Oh, Hähnchen. Oh, nee. Das ist eine Ente. Gib gebratene Ente. Ist doch das gleiche. Nee, das ist nicht das gleiche. Enten sind viel dicker. Ja, als Hühnchen. Er hat Flügel, er kann fliegen, das ist genau das gleiche. Yoshi Theater Lachberger. Okay, da müssen wir gleich hin. Das sind neue Gegner, komm, die schnappen wir uns. Das ist ein Gumbax. Oh, ei. Ja, das sind Gumbax. War Mario Bros. 3 entflohen? Nee. Aber die sieht man sogar im zweiten Teil nochmal. Das ist kein Witz. Oh. Ah, scheiße, ich bin hingefallen. Wie kannst du es wagen? Stirb. Boah, Alter. Mal eben 3 Hardias eingesackt. Ah. Möchtest du das unter Strom stellen? Ah ja, genau, ich muss drücken. Ups. Warum drückst du meinen Knopf? Entschuldigung. Normalerweise meinen Knopf. Ho. Ho. Aber da hoch? Ja. Ne. Boxenorakel. Heute sind die besten Boxen die Synchronboxen. Treffen die beiden Synchroboxen in der Nähe gleichzeitig und erhöht eure Glückspunkte. Vielleicht solltet ihr Stufen benutzen. Steht einer oben und einer unten, ist das vielleicht der Schlüssel zum Erfolg? Ich hab kein Wort verstanden. Ah, hier. Ah. Verstehst du? 1, 2, 3. Hat sogar funktioniert. Wir sind einfach wunderbare okay. Brüder. Ja, warte mal, du musst hochkommen. Versuch mal aufzutreffen. Kannst dich treffen, ne? Nee. Jetzt? Nein! Ha! Okay. Hat funktioniert. Irgendwie. Hey, ich springe, du fällst runter. 1, 2, 3. Warum? Egal, da ist ein Monty. Den holen wir uns. Ich verprügel ihn mit Mama. Da müssen wir bekämpfen. Nein. Glückwunsch. Wer zu mir kommt, der erhält von mir ein kleines Souvenir. Du erhältst eine Wollhose. Oh. Ich wollte schon immer mal eine Wollhose. Ist aber nicht gut mit deinen Feuerkräften. Stimmt. Moment mal. Ist denn nicht auch schlecht gegen Strom? Ich weiß nicht, ob Wolle Strom leitet. Glaube nicht. Was? Da war irgendwie so irgendwas an der Wand. Da war es an der Wand? Da war irgendwie so ein. Na, ein Riss an der Wand. Echt? Auf der linken Seite. Müssen wir gleich mal gucken.
stirb. Drei Ahadias. Also okay, ich springe hoch. Will ich was? Ich hab nicht drauf gehabt. Tatsächlich, das will ich. Das ist ein anderer. Okay, da müssen wir von der anderen Seite rankommen. Nein! Mann, mal. Ich glaub, das passt von der Höhe nicht. Versuch's nochmal. Oder müssen wir es nach unten? Ja, warte mal, ich glaube, wir müssen ganz woanders anfangen. Wechseln wir mal bitte. Da ist eine Brücke, da ist noch so ein Dingen. Da ist eine Buhu-Statue. Nee, muss man von rechts irgendwo. Ja, genau, wir müssen von rechts darüber kommen. Ah, ich sehe es schon. Da oben ist eine Brücke. Da oben ist eine Brücke, habe ich gesehen. Alter, sie kommen auf dich zu. Alter, sind gleich drei von euch. Geht mal weg. Los, mein, fertig. Da bist ja du. Greif ihn an. Aua. Wenn er ich bin, dann greift er dich an. Und wenn er du bist, dann greift er mich an. Du greifst mich an? Aua. Nein. Ich würde dich doch niemals angreifen, mein Braver. Ach ja, ich kann da den hier. Du kannst den hier. Das kann ich nicht. Oh mein Gott. Ich hab nicht gedrückt. Warum hab ich nie gedrückt? Das weiß ich auch nicht. Ja. Links. Hier kann man auch was machen. Ja, das nochmal. Springen wir bitte hoch. Mit dem hohen Sprung meinte ich. Achso, ja, ich war. Du warst abgelenkt. Nochmal, bitte. Ah, genau. Hier ging es los. Ja, wieder hauen. Nee, jetzt müssen wir hochspringen. Ohne. Ich hau dich. Let's go! So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ja, jetzt sind wir da unten geschaffen. Das schaffen wir schon. Fertig? Jo. Oh Gott. Und nochmal. Oh Gott. Nein! Nein! Nochmal. Aha. Oh. Ja, also heute wird... Oh no! Heute wird es ein kleiner Sidequest-Part. Und ich glaube, der nächste Part wird auch noch so sein. Ja, bei Rollenspielen nicht zu vermeiden. Ja, ist bei Rollenspielen irgendwie zu vermeiden. Oh. Mein Bruder! Was machst du denn da? Geh weg! Wie kannst du das wagen, mich zu hauen? Das warst du gar nicht du! Oh, warum drücke ich deinen Knopf? Das ist voll verwirrend! So, jetzt nochmal. So, jetzt haben wir's. Ich glaube, jetzt haben wir's. Okay. Warte, nein. Fertig? Jo. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Nein! Der Vitak hat uns abgelenkt. Das ist wieder Berg hier. Ja. Es erinnert mich gerade wirklich daran. Es erinnert mich gerade wirklich an diesen kacken Berg. Du. Ja, Bohne. Ja, scheiß erstmal auf die Bohne. Ich will da jetzt rüber, ey. Warum ein Steuerkreuz lieber machen? Musst du mich anzünden, oder? Nee, du musst mich unter Strom stellen. Ja, da müssen wir jemanden umrennen. Ja. Also umrennen machen wir später. Weil da geht's weiter. Da, Brücke. Aua. Ich hab mich voll unter Strom gestellt, mein Bruder. So. Wir haben jetzt gemacht. Okay, ich muss da durch. Aua. Oh Gott. Oh. Oh. Mitten im Schritt. Schon wieder. Aua. Das muss voll wehtun. Mitten in den geschrumpften Schritt. Ja.
Stimmt, sowas hat man ja schon mal, glaube ich. Ne? Ja, da warst du alleine. Jetzt bin ich alleine. Oh. Also Jump-Run-Passagen, das schaffst du locker. Ja, ich weiß. Ich bin darin auch sehr, sehr viel besser. Glückwunsch! Jetzt bekommt der Held von mir ein kleines Souvenir. Eine Eisenhose. Oh. Nice. Dann mal. Moment. Oh, kannst sogar zu mir switchen. Ja. Ich kann einfach gehen. Du wirst aber nicht weit kommen. Ich kann einfach gehen. Eisenhose. Oh, ist sogar nur für einen mich hier. Titan. Schwer. Verstärkte schwere Hose. Dadurch steigt aber meine Schwerkraft und ich kann viel schwerer ausweichen. Aber ich krieg etwas mehr. Auto-HP-Erholung. Super bequem zu tragende Hose. Mal sehen. Dann würde bei dir ein bisschen weniger ja, Verteidigung bringen. Aber du bekommst eine Auto-HP-Erholung. Du hast ein Bild von mir. Ja, hier. Luigi! So sieht mein Bruder aus. Ja, das ist mein Bruder. Das ist meiner. Der gehört mir. Hi, Bruder. Es gibt viele wie ihn, aber nur einen, der mir gehört. Genau. Oder wie auch immer da nochmal ging. Ich habe keine Ahnung. So. Suchen wir als nächstes Mal noch eine Röhre. Und ich weiß auch auf jeden Fall, wo noch eine ist. Jetzt so wissen, ob wir ja nicht nur Bohnen am Farmen waren, sondern auch irgendwie Sachen gefunden haben. Ja. So. Fühl mich dadurch echt befreit. Nein. Jetzt haben wir die Bohnen im Boden vergessen. Ah. Ist doch völlig egal. Einen hohen Sprung bitte. Komm, den schnappen wir uns. Komm, den holen wir uns. Hat ja der Kopf losgegeben. So, weg. Ich wollte springen. Warum willst du auf den springen? Der hat doch Stacheln. Das muss doch wehtun. Was haben wir hier? Ah, das ist auch so ein kleines Minispiel hier. Tja, als ich jung war, hatte ich nur Blödsinn im Kopf. Hatten wir das nicht alle? Wenn mein Kumpel Wasser im Mund hatte, habe ich ihn von hinten gekitzelt. Und er konnte seinen Lachen nicht mehr unterdrücken. Er hat das ganze Wasser ausgespuckt. Jetzt finde ich das ziemlich trivial, aber das, als ich jung war, fanden wir das alle irre witzig. Ups. War gar nicht dahin. Mein Bruder. Ich bin nicht so ein Profi-Tränker wie du, mach du immer. Genau, ich mach das mal. Ja, kitzeln soll ich dich. Bitte mach's nicht. Blume. Blume. Und das machen wir jetzt nochmal. Das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Auf mich zu kitzeln. Das ist. Das gehört sich nicht. Ja. Hey, mein Bruder, willst du mir nicht helfen? Nein. Warum nicht? Ich habe nicht so einen Umfang wie du. Was heißt hier Umfang? Aus dir könnte doch auch ein Profitrinker werden. Warum ist aus dir kein Profitrinker geworden? Ich weiß noch nicht. Hey. Ey, lass das! Hör auf damit! Hör auf! Sonst muss ich dich anzünden! Das ist auch eine Bohne. Ja. Scheiß Bohnen, ey! Ich meine, hier grinst dich alles an! Das ist ja schon voll gruselig! Ja, irgendwie. Ja. So, wir haben alles. Ich glaube, da ist eigentlich nur ein. Ohne zu erreichen, oder? Nicht nur. Boah. Warum muss man da so punktperfekt stehen? So, wechseln. So. Was da drauf? Ich bin wieder drauf. Mal sehen, ob da was ist. Ja, und ich mache Blöcke. Nee, ist nicht so. Und bitte nochmal. Der Albtraum eines jeden Kaiser Mario-Spielers. Ja. Aber was ist das da? Ja. Ist da noch eine? Nein. Ups.
unsichtbare Blöcke. Der Albtraum eines jeden Kaizo-Mario-Spielers. Ich hab da auch immer Angst vor. Ich hab auch immer Angst vor unsichtbaren Blöcken. Hast du auch Angst vor unsichtbaren Blöcken? Ja. Dann verfolgen sie dich im Traum? Ja. Ja. Jetzt kommt der Elf von mir irgendein Zeug. Roten Pfeffer. Roten Pfeffer und grünen Pfeffer. Ja, und dafür haben wir die ganze Scheiße hier gemacht. Nur für das? Da oben war auch noch was, ne? Na was? Nein, da ist nix. Oh Mann, ne? Oh Mayo. So, Ah, hier. Da geht's weiter. Wo sind dies? Wo ist dies? Wo ist dies? Also, ich muss ja echt sagen, heute schaffen wir auf jeden Fall was. Ja, Schubse er mich. Na? Soll ich loslassen? Ja. Ah. Boah, ich bin geplättet. Ihr seid ein ungewöhnliches Paar. Der ist am Schielen. Ja, der ist wirklich voll am Schielen. Das ist ja gruselig. Das ist ja wirklich voll gruselig. Ah, halt, ich glaube. Ah, Moment. Da müssen wir noch nicht hin. Das ist für später. Oh. Wechsel bitte wieder. Oh. Ich weiß nicht genau, was hier abgeht, aber. Das hat wohl was mit unserer nächsten Quest zu tun. Aber hier, guck mal hier, wo wir jetzt sind. Wenn wir jetzt mal nach oben gehen. Hallöchen, erinnerst du dich noch daran? Ja. Da ist ein Schiff rausgekommen. Dann ist es ins Wasser gekommen. Und dann ist es untergegangen. Wir haben es alle gesehen, ne? Ja. Dann ist es weggeflogen in den nächsten Turm. Ja. Ja, ja. Ich hoffe, ihr habt das alle gesehen, liebe Kinder. Ja. Oh Gott. Oh, Bomben. Ja. Alter, sie sind überall. Ah, hier rein. Ja, Bodenland Ost Nummer 6. Boah. Also noch die 4 fehlt, ne? Ja. Ich weiß. Boah, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr so genau, wo die war. Komm, wir schalten erstmal die Bomben aus. Wie? Was? Ah. Doch, der ist ja weggeflogen. Ich hau die Bombe mal mit dem Hammer. Ja. Ich hau sie mal mit dem Hammer. Also wenn er eine Bombe auf dem Weg begegnet, ne, wisst ihr, was zu tun ist. Ja, genau. Immer schön mit dem Hammer verprügeln. Ja. Einfach fest drauf. Einfach fest drauf, dann funktioniert das schon. Ne? Ja. Weisheit von Daniel LP. Bodenlandküste, Surferparadies. Da kommen wir noch nicht hin, dafür brauchen wir einen besseren Hammer. Aber hier, warte mal. Ich glaube, ich weiß, wo die letzte Röhre ist. Geht doch weg. Geht weg. Fasse er uns nicht an. Ja. Fasse er uns nicht an. Nein, das ist ein Zaun. Och Mann, Zaun. Das ist ein Zaunkönig hier. Alter. Was ist hier? Was geht denn hier ab? Da ist auch nichts. Wo war denn diese blöde Röhre hier? Irgendwie eine Karte oder so? Mensch. War auf jeden Fall hier diesen. Die vierte ist auf jeden Fall hier Bodenland Süd. Ich weiß nicht mehr genau, wo sie war. Ja, wir müssen uns gleich mal schlau machen, wo wir hin müssen. Hm. Wir werden gleich einfach mal nachgucken. Wir gucken auch jetzt mal eben nach, wie viele Ahadias wir haben. 44. Oh Gott. Oh Gott, ey. Okay, wir haben auf jeden Fall genug Ahadias für unser Vorhaben. Als nächstes holen wir uns die gelben Bohnen. Schnell, wir suchen uns auf jeden Fall eine Röhre. Und reisen nach Little Toe Town. Ja, rechts war auch irgendwo einer, wo wir hergekommen sind. Im Surferdingen. Nee, da geht's ins Wasser. Wir suchen eine grüne Röhre, keine gelbe. Also, wir wollen noch zu den Grünen. Grünen. Ja, dann tun wir mit dem Boden irgendwie gleich kurz aufs Screen gucken. Ja. Damit ich mir in Ruhe da notieren kann. Ja, also mit den Röhren. Ja, dann können wir gleich auch mal eben nachgucken. Okay, Little Toe Town.
Ich meine, die Welt steht nur gerade an ihrem Abgrund und wir machen hier gerade Sidequests. Ach. Da ist immer der perfekte Zeitpunkt. Ja, wenn wir die Welt untergeht, muss man Sidequests machen. Ja, natürlich. Ja, Lust auf ein Spielchen. Also wie? Ein riesiger Meteorit fliegt auf den Planeten zu, mach erstmal ein paar Sidequests. Ja. Da war der Plot von Final Fantasy 7. Ja, okay, komm. Du weißt, was zu tun ist? Ja. Können wir eigentlich auch offscreen machen, sowas? Ja, also ich denke mal, die gelben Boden können wir tatsächlich offscreen sammeln und dann einen kleinen kurzen Ausschnitt daraus zeigen. Ja. Nein, wir zeigen es euch einmal, weil so könnt ihr halt gelbe Boden sammeln, wenn ihr bereits geschaffte Minispiele nochmal spielt. Das beinhaltet auf jeden Fall auch hier das Spiel Sternschnapper hier. Hier den Grenzsprung, den man ganz am Anfang gesehen hat. Und auch das aus dem Kriechengebiet. Ja, das ist einfacher, ne? Ja. Oder einfach zu erreichen irgendwie. Und auch das Lorenspiel ist auch, da kannst du auch gelbe Bohnen sammeln, weil das geht hier einfach am schnellsten. Und so, wie auch immer meine Bohnen zusammenkommen. Ist zwar kein neuer Highscore, aber. Nicht. 27 Minuten haben wir. Ja. Oho, ihr habt 270 Punkte. Gut gepunktet. Dafür gibt's feine Bohnen. Fein, süß und zart auf der Zunge. Hier, bitteschön. Jetzt eine Bohne. Drei. Drei. Naja, gut, okay. Okay, pro Minute, ne? Ja. Also ich muss sagen, drei Bohnen sind ja erstmal generell nicht wenig. Ja gut, okay. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Wir werden hier offscreen noch ein paar Bohnen sammeln und auch nach der vierten, nach Röhre Nummer 4 nochmal gucken. Jo. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Nein. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Part.